Hallo Freunde der leichten Unterhaltung. Weiter geht's bei Batman Arkham Origins. Und ich war doch auf der richtigen Fährte, was das hier angeht, was wir hier aufgemacht haben. Und zwar... Ja, nicht, dass ich's... schnell machen sollte, sondern so. Und ja, natürlich. Es läuft wieder. Vielen Dank an alle möglichen YouTuber, die die Datenpakete hier sammeln und das ist denn schön. Für die Leute, die das dann auch finden wollen, online stellen. Damit man es etwas leichter hat bei einigen Rätseln, einige, wo man sicherlich selber drauf kommen könnte. Aber ich habe ich wirklich gedacht, dass in der Story das vielleicht schon aufgemacht habe und dadurch vielleicht selber ein Datenpaket drin habe. Aber nein. So war es nicht und also da hätte ich auf jeden Fall alleine drauf kommen können. Hier genauso eigentlich, aber weiß ich nicht, ob ich hier drauf kommen sollen. So. Dann zurück und dann in diese Box rein. Wenn man sie trifft, natürlich nur. Nummer 2. Genau da rein. Genau. Dann wird das Tor dort geöffnet und wir können nach da oben. Und können uns hier ein Loch reinballern. Wo dann das Päckchen auf uns wartet. Und schon haben wir James Gordon Profil freigeschaltet. Einer der wenigen ehrlichen Polizisten Gothams, kompromisslos und regeltreu. Korruption innerhalb der GCPD gefährdet seine Karriere und potenziell sogar sein Leben. 94% damit abgeschlossen. Gesamtfortschritt 95%. Na, das ist schon jetzt nah an der Perfektion. Und auch hier habe ich so diese Befürchtung. Dass wir den ganzen Weg wieder runter müssen. Weil wir hier durch dieses Tor ja nicht durchkommen, auch wenn das runter geht, sagt uns Betsy Baby ja gleich. Die Tür wird von Schutt blockiert. Ja. Im Süden kommen wir, glaube ich, auch nicht raus. Also müssen wir den Weg wohl wieder zurückgehen. Dann soll es so sein. Hui. Ist ja nicht der schwerste Weg, aber da haben wir hier schon weitaus anderes überstanden. Und wir sind draußen.
Gut, das heißt, wir haben die Pioneers Bridge auch erfolgreich gemeistert. Dann nehmen wir uns mal die Industriemeile vor. Netzwerkrelais haben wir alles. Hier fehlt uns noch ein Material. Da fehlen uns noch drei. Sind auch alle hier. Und auch die sind alle dort drin. Also alle in diesem Gebäude. Gut. Hier drin. Im Stahlwerk. Wo ich jetzt auch keine Ahnung habe, wo wir dort reinkommen. Ich weiß nur, dass da viele Gegner, glaube ich, auf uns lauern. Draußen zumindest. Sions Industries. Ah, wenn ich nur wüsste, wo hier. Drei standen hier oben rum. Aber ich bin mir nicht mal sicher, ob wir oben lang mussten. Gucken wir uns das mal von dort an. Sehr viele Bewaffnete, die hier rumrennen. Unten nicht. Sind nicht bewaffnet und die auch nicht. Ja, gehen wir mal auf ihn hier. Hat er uns gefunden? Uns alle zusammen schafft er nicht, Alter. Das ist dein Mann. Sauber. Wie wir sehen, sehen wir nichts. Kein Eingang. Ah, hier. Ah, jetzt, ja. Oh, shit, fuck. Hier kann man nicht rauf. Okay.
Da hinten kann ich nicht sehen. Den könnten wir auch mal so ausschalten jetzt hier. Ja, schön, hat ja super geklappt. Ach, da sind ja noch. Einer. Okay. Ich glaube zumindest, dass hier der Eingang war. Und ich hoffe das auch. Okay, bleib zurück. Da bin ich doch entzückt. Aber wir sind im Stahlwerk angekommen. Das ist schon mal beruhigend. Es gibt zwei Geschosse. Wir sind im Obergeschoss. Im unteren, ja. Das heißt, wir müssen jetzt hier erstmal... laufen. Okay, wo haben wir denn hier das erste? Hier drin vielleicht. Ach da. Die kommt da nicht vorbei. Er kommt nicht vorbei. Okay, das nächste. Hier müssten wir... Verborgener Raum. Da gehen wir Lagerhaus. Ja, das Lagerhaus. Oh, haben wir es hier nicht aufgemacht? Tatsächlich nicht. Wundert mich.
Ah. Ist hier nochmal eine Kanalisation? Okay. Der verborgene Raum. Sauber, gut, wir müssen zum Fahrstuhl. Da sind wir. Willkommen im Keller. Janus. Geheime Anlage. So sieht's ja auch aus. Ach, hier ist eine Hörverbrauch. Okay. Also der eine da drin, das wissen wir uns noch nicht so genau. Das hat doch bestimmt was hiermit auf sich. Ah ja, klar. Profil von Brandon. Schießwürdiger Anführer der gefürchteten taktischen Einheit des GCPD. Häufig Nötigung und Einschüchterung gegen Kriminelle mit Zivilisten ein. Einer der korruptesten Polizisten Gothams und guter Schütze hat taktische Kampftechniken unter Beweis gestellt. Energie. Okay. Perto Falcone und was haben wir noch? Ach, zwei neue Sachen vom Joker. So, was haben wir jetzt? Wie gesagt, das fehlt uns noch. Und wo ist das? Da oben hatten wir alles. Wie komme
kommen wir denn da jetzt wieder hin? Falsches Zimmer, würde ich momentan mal sagen. Drogenlabor, irgendwie müssen wir doch aber da hinten hinkommen. Ah, gucken wir mal, ob wir hier wohl, müsste man nicht eigentlich hier runter einfach laufen können. Ja. Da hinten ist das Päckchen. Und auch hier müssen wir wieder irgendwas anstellen. So nicht. Ach so, man kann es einfach nehmen. Lol. Gut, das heißt, fehlt jetzt hier nur noch ein Päckchen, wenn ich das richtig sehe. Ja. Wie kommen wir also daran? Ach so, okay. Ja, doch nicht so leicht. Wir müssen ja auf hier rankommen. Kommen überhaupt die ganzen Pakete her? Wo gehen sie hin? Gute Frage, nächste Frage. Ah. Ich weiß aber auch gar nicht, wo ich da
hin muss. Zu wenig Platz für einen Batarang. Ja, na ach, Mensch, man kann da reinklettern. Komplizierung. Pinguin haben wir wieder was freigeschaltet. Sieht von ihm gibt es mindestens drei belastende Materiale. So, damit haben wir auch das hier abgeschlossen. Das Stahlwerk. Also jetzt hier auch noch mal wenigstens rausfahren, damit wir hoffentlich die Speicherung diesmal funktioniert. Beim nächsten Mal muss ich dann dran denken, dass ich vorher gucke, ob er gespeichert hat, denn sonst mache ich das off screen. Und ja, beim nächsten Mal gibt es dann also, ich würde sagen, die Amüsiermeile machen wir dann zuerst. Da haben wir noch 7, wie es aussieht. Hier sind es 2, hier sind es 2 und 4, 5, 6, ja, sind 7. Und Park Row sind es dann ein einziges Material, was uns da noch fehlt. Also insgesamt 8 Materiale. Wenn alles gut läuft, sage ich mal, in spätestens 2 Folgen sind wir durch mit Batman Arkham Origins. Was soll der Scheiß denn? Ich muss weg, ich muss weg, ich muss weg! Also das fand ich jetzt echt ein bisschen fies, dass die Gegner da waren, jetzt wie sie da noch überall rumrennen. Aber nun gut, das soll es für heute gewesen sein. Die Amüsiermeile, Park Row und dann der Riddler, bevor dann das Spiel endgültig fertig ist. Hätte ich auch nicht gedacht, dass wir das hier zu 100% möglicherweise abschließen können, weil nicht der Riddler uns noch einen Strich durch die Rechnung macht. Aber 97% haben wir geschafft. Grüße an Michi. Und ja, dann sage ich vielen Dank fürs Zusehen hier auf dem einen der höchsten Punkte in Gotham. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge bei Batman Arkham Origins. Tschüss.